Hey, willkommen zurück. Schön, dass du da bist. Heute zum nächsten Teil der Beziehungstypenreihe. Und heute schauen wir uns den vermeidenden Beziehungstypen an. Was hat es damit auf sich? Bist du vielleicht vermeidend? Und was kannst du tun, um dich davon wegzuentwickeln? Also nicht irritiert sein. Ich bin ein bisschen krank, ein bisschen erkältet, vergrippt. Deswegen, meine Stimme ist nicht auf dem Optimalpunkt, aber ich versuche es mal hier an der Stelle für euch durchzuziehen. Wir haben letztes Mal über den ersten der Beziehungstypen geredet, den ängstlichen Beziehungstypen. Wenn du das Video nicht gesehen hast, kann ich dir nur empfehlen, da nochmal vorbeizuschauen, denn natürlich baut das Video hier auch ein bisschen auf dem letzten auf. Es ist ja eine Videoreihe, das nächste wird also auch hier drauf aufbauen. Deswegen, wenn du das noch nicht gesehen hast, erster Link in der Beschreibung, habe ich es dir mal verlinkt. Da kannst du es dir angucken und kommst am besten danach hier zum Video zurück. Also, ängstlicher Beziehungstyp, das haben wir uns letztes Mal angeguckt. Du erinnerst dich, das lag hier auf dem Extrem auf der linken Seite. Jetzt gucken wir uns den vermeidenden Beziehungstypen an. Der liegt hier auf der rechten Seite. Und das Ideal, wo wir uns daran hinbewegen wollen, ist der sichere Beziehungstyp hier in der Mitte. Und über den sprechen wir dann im nächsten Video. Was zeichnet also den vermeidenden Beziehungstypen jetzt eigentlich aus? Der vermeidende Beziehungstyp, der zeichnet sich dadurch aus, und daran kannst du auch erkennen, ob du vielleicht vermeidend bist, vermeidend handelst. Kennzeichnet sich dadurch aus, dass er relativ schnell das Interesse auch an Frauen verliert. So ein klassischer Satz des vermeidenden Beziehungstypen wäre vielleicht: Oh ja, ich habe sie jetzt 2-3 Wochen gedatet, das war ja erst ganz spannend, aber ich verliere irgendwie immer das Interesse an den Frauen nach dieser Zeit. Das ist ganz anders als beim ängstlichen Beziehungstypen, der überhaupt nicht das Interesse verliert, sondern einfach immer mehr Nähe will. Der vermeidende Beziehungstyp will immer mehr Abstand. Denn auf der einen Seite möchte er zwar die Nähe, die möchte er schon sehr gerne, hat aber auch Angst vor dieser Nähe. Und das begründet sich wieder irgendwo in früheren Erfahrungen, in früheren Beziehungserfahrungen, Kindheit, Jugend, frühes Erwachsenenalter. Ich habe ja schon mal erwähnt, oder ich erwähne es hier nochmal, unsere Beziehungen, also wir können sicherer werden, wir können aber auch unsicherer werden. Das hängt immer davon ab, in welchen Beziehungen wir unterwegs sind. Der vermeidende Beziehungstyp möchte also diese Nähe, möchte sie schon, hat aber auch Angst vor dieser Nähe, weil er irgendwo eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Das heißt, er baut schon Nähe auf, hat dann aber auch gewisse, so nennt man das, Deaktivierungsstrategien, um diese Nähe wieder, um wieder mehr Abstand herzustellen. Ja, das ist ein Mensch, eine Frau oder ein Mann. Das ist übrigens, das mal kurz an dieser Stelle, es ist nicht so, dass alle Frauen ängstlich sind und die Männer sind eher vermeidend, was man so ein bisschen klischeehaft denken könnte. Das ist schon relativ gleich aufgeteilt. Na, der vermeidende Beziehungstyp zieht sich dann einem eher zurück, braucht mehr Freiraum. Und du siehst vielleicht hier an dieser Stelle schon, wie diese beiden Beziehungstypen sich irgendwo ergänzen. Denn der Ängstliche, der will halt immer mehr Nähe, und der Vermeidende, der will halt immer weg von der Nähe. Und so ist es ein ständiges, der eine geht immer näher hin, er will immer mehr Nähe, und der andere zieht sich immer mehr zurück. Und das ist, es ergänzt sich auf der einen Seite natürlich, ist aber ein ungesundes Beziehungsmuster. Aber zu der Dynamik zwischen diesen beiden Beziehungstypen kommen wir gleich noch. Ne, also der vermeidende Beziehungstyp. Ne, es ist, sobald die andere Person näher kommt, zieht er sich zurück. Es kann auch sein, dass der vermeidende Beziehungstyp den Partner oder die andere Person so ein bisschen abwertet, um halt Nähe herzustellen, um halt Entfernung herzustellen, um so ein bisschen Abstand herzustellen. Ist natürlich klar, wenn man nur die negativen Seiten des Gegenübers sieht, dann ist es einfacher, sich davon wegzubewegen. Beim ängstlichen Beziehungstypen ist es tatsächlich genau andersrum. Der sieht manchmal nur die extrem positiven Seiten. Deswegen habe ich ja auch im Video zum ängstlichen Beziehungstypen die Empfehlung gegeben, dass man eben mehrere Leute gleichzeitig daten sollte, damit man herausfinden kann, dass diese Person, die man da datet und die man toll findet, dass die im Vergleich zu anderen auch vielleicht schlechte Seiten hat. Das sieht nämlich der ängstliche Beziehungstyp manchmal nicht so gut. Und der vermeidende Beziehungstyp sieht manchmal nur die negativen Seiten. Das ist ein Teil dieser Deaktivierungsstrategie. Er möchte die Nähe deaktivieren, und das macht er zum Beispiel damit oder eben damit, dass er sich immer mehr zurückzieht. Und was der vermeidende Beziehungstyp genauso wie der ängstliche Beziehungstyp braucht, ist optimalerweise jemand, der sicher ist. Weil ein sicherer Beziehungstyp, der kann mit der Entfernung des vermeidenden Beziehungstypen umgehen und kann ihm sozusagen den Raum geben, aber auch gleichzeitig, ich sag mal, liebevoll an dieser Person dranbleiben. Was aber leider sehr häufig passiert, ist, dass der ängstliche und der vermeidende Beziehungstyp eine Einheit bilden. Zwischen diesen beiden, sagt man, gibt es eine Art magische Anziehungskraft. Oft ist es so, dass ängstliche und vermeidende Beziehungstypen eben zusammenkommen. Und es ist so, dass im Datingpool ein relativ großer Teil auch von Vermeidenden unterwegs sind. Nicht, weil es so viele gäbe. Man geht so ein bisschen davon aus, 50% sind sicher, 25% vermeidend, 25% ängstlich, so ungefähr. Allerdings
ist im Datingpool ein großer Teil von vermeidenden Beziehungstypen unterwegs, eben weil deren Beziehungen gar nicht so lange halten. Ne? Die sind oft wieder im Datingmarkt, die haben oft kurze Beziehungen, 3 Monate, 1 Jahr, trennen sich dann wieder, viel kleine Beziehungen, wenn überhaupt mehrere Beziehungen, aber sind einfach sehr, sehr viel und sehr, sehr lange Single im Datingmarkt unterwegs. Wollen sie vielleicht ihre Freiheit, ihre Unabhängigkeit erhalten und denken, oh Gott, von jemand anderem abhängig zu sein. Denn natürlich ist man irgendwo abhängig von einem Partner, auf den man sich einlässt. Von jemand anderem abhängig zu sein, das ist das Schlimmste, was es geben kann. Das geht auf keinen Fall. Ich muss mir meine Selbstständigkeit bewahren, ich muss mir meinen Freiraum bewahren. Das sind Denkmuster des vermeidenden Beziehungstypen. Und deswegen hält er sich sehr viel im Datingpool auf und dann kann es auch passieren, dass Ängstliche und Vermeidende sich eben treffen. Ein sicherer Beziehungstyp beispielsweise, der zeichnet sich eher dadurch aus, dass er in längeren Beziehungen ist und gar nicht so lange oder oft im Datingpool auftaucht. Ja, wenn dir jetzt ein Freund von dir erzählt, er ist seit 15 Jahren mit seiner Freundin zusammen seit der Highschool, dann kannst du irgendwo davon ausgehen, dass irgendwo sichere Aspekte wahrscheinlich drin sind, denn sonst hätte diese Sache wahrscheinlich gar nicht über so einen langen Zeitraum halten können. Ne? Und deswegen, für meine Beziehungstyp, wirklich zeichnet sich einfach dadurch aus, freiheitssuchend, sieht das Negative im Partner, benutzt solche Deaktivierungsstrategien, wie zum Beispiel den Partner runterzumachen, dem Wert wegzunehmen, sich von dem Partner abzugrenzen, benutzt er, um halt wegzugehen von dieser Nähe, weil auf der einen Seite möchte er sie, er mag sie, auf der anderen Seite kann er damit nicht umgehen. Das ist wirklich so ein ganz, ganz blöder Konflikt. Ne? Der vermeidet einfach sehr, sehr viel. Ist oft so, dass wenn der Partner näher kommt, er selbst einfach eher Schritte zurückgeht und verliert auch sehr schnell das Interesse an dem Partner. Eine weitere Sache, die man den vermeidenden Beziehungstypen zuschreibt, ist die Suche nach dem perfekten Partner oder die Vorstellung, oh mein Gott, mein Ex war ja so wunderbar. In dem Moment, wo der Vermeidende dann zum Beispiel seinen Partner verliert, denkt er, oh, das war ja eine super tolle Person, aber wenn er dann wieder mit dem Ex zusammenkommt beispielsweise, dann merkt er, oh Gott, es kommt wieder diese Nähe und schon findet er die Person wieder gar nicht so gut. Das heißt, eigentlich findet er diese Person schon gut, das merkt er dann natürlich auch dann, wenn er von der Person getrennt ist, aber wenn er der Person wieder näher kommt, dann kommt eben dieses Problem, was der vermeidende Beziehungstyp hat, nämlich, dass er mit Nähe nicht so ganz umgehen kann, dass ihm das Angst macht, dass ihm das, ja, das schockiert den vermeidenden Beziehungstyp, weil er da schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und wie gesagt, ein sicherer Beziehungstyp kann hier helfen. Aber was eben auch helfen kann, ist, dass du darüber Bescheid weißt, welche Art von Beziehungstyp du bist. Und dass du darauf gehend, ja, dann aktiv, also wenn du halt weißt, jetzt gerade ist das hier nur meine Angst, die ich vielleicht habe, weil ich vermeidend bin, dann kannst du natürlich über deine Angst hinausgehen und dich vielleicht nicht von deinem Partner entfernen. Wenn du aber von dem vermeidenden Beziehungstypen gar nichts weißt, dann denkst du dir vielleicht, oh, ich habe einfach das Interesse am Partner verloren, das ist wohl nicht der Richtige für mich. Ne? Das könntest du ja auch denken und dann gehst du halt einfach. Könntest aber auch denken, eigentlich ist der Partner schon gut. Und ein Kumpel von mir, der selbst vermeidend ist, der fragt sich dann immer, gibt es irgendeinen logischen Grund, warum ich gerade, oder gibt es irgendwas wirklich an diesem Partner, was gerade logisch nicht passt, oder ist es mehr eine emotionale Sache? Fragt er sich dann immer und kommt dann immer zu dem Punkt, dass irgendwie es gar keinen logischen Grund gäbe, jetzt mit der Person Schluss zu machen, sondern dass es einfach nur gerade die Angst vor Nähe ist. Und dann kann man eben darüber hinausgehen, so wie man sich zum Beispiel überwindet, wenn man Frauen anspricht. Das ist ja ungefähr das gleiche Schema, ne? Dann kann man darüber hinausgehen. Kommunizieren ist eben auch für den vermeidenden Beziehungstypen sehr, sehr wichtig. Kommunizieren ist für beide unsichere Beziehungstypen, wir haben im letzten Video darüber geredet, sehr, sehr wichtig, um sicherer zu werden. Denn wenn der ängstliche oder der sichere Beziehungstyp versteht, was im vermeidenden Beziehungstyp vorgeht, dann hilft das natürlich sehr. Und es hilft auch den vermeidenden Beziehungstypen, sich selbst besser zu verstehen. Jetzt will ich noch einmal auf diese sehr ungesunde Anziehung zwischen dem Ängstlichen und dem Vermeidenden eingehen. Das ist ein Problem, das ist relativ häufig passiert, dass der Vermeidende und der Ängstliche, dass sie sozusagen zusammenkommen, weil zusammen können sie eben ihr eigenes Spiel spielen. Ne? Also beide haben die Möglichkeit, ihre Vorerwartungen zu bestätigen, indem sie zusammenkommen. Der ängstliche Beziehungstyp denkt, oh Gott, ich habe viel zu viele Bedürfnisse, ich will viel zu viel Nähe, das können die anderen noch gar nicht abhaben. Und der Vermeidende denkt, oh Gott, die anderen wollen viel zu viel Nähe zu mir, so viel Nähe will ich ja gar nicht. Oder so viel Nähe ist gar nicht gut. Und wenn diese beiden dann zusammenkommen, ne, dann will der Ängstliche ganz viel Nähe, aber der Vermeidende geht weg, weil er nicht so viel Nähe haben will. Und das bestätigt dann den Ängstlichen in seiner Vorstellung, oh Gott, ich will wirklich zu viel Nähe, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und bestätigt aber auch den Vermeidenden in seiner Vorstellung, oh, die anderen wollen immer zu viel Nähe von mir. Also
Diese beiden ergänzen sich schon, aber eben auf eine sehr ungesunde Art und Weise. Und hier ist eine große Anziehung, die zwischen diesen beiden entsteht. Denn jeder von diesen beiden aktiviert das Bindungssystem des anderen. Das Bindungssystem bedeutet einfach, naja, die Gewohnheiten, die man sich angeeignet hat, was Bindung angeht, ne? Also der Vermeidende sorgt durch seinen Rückzug dafür, dass der Ängstliche total am Rad dreht und sich denkt, was habe ich falsch gemacht? Warum entfernt er sich jetzt von mir? Was kann ich tun, um ihn zurückzubekommen? Und der Ängstliche, dadurch, dass er den Vermeidenden immer näher kommt, aktiviert das Deaktivierungssystem des Vermeidenden, der sich denkt, oh nein, ich muss den anderen runter machen, ich muss mich zurückziehen. Das heißt, die Anziehung besteht zwischen diesen beiden Beziehungstypen darin, dass sie ein altes und sehr gewohntes Spiel aufführen können. Und das ist ja klar, Dinge, die wir immer schon so gemacht haben, Dinge, die Gewohnheit sind, das sind Sachen, mit denen fühlen wir uns sehr wohl und wir tendieren dazu, das dann auch weiter so zu machen. Ne? Also wenn du seit 20 Jahren die gleiche Art von Beziehung führst, dann wirst du es wahrscheinlich auch in 40 Jahren noch machen, außer du setzt da bewusst einen Stopp rein und das wollen wir ja mit diesen Videos hier tun, beziehungsweise das möchte ich bei dir gerne anstoßen. Das ist die Anziehung, die dazwischen besteht. Und was es dann passiert ist, beide Beziehungstypen verwechseln dann das, was hier passiert in dieser Beziehung, mit Leidenschaft oder Liebe und denken, diese extremen Gefühle, die entstehen, die immer entstehen, wenn Ängstliche und Vermeidende zusammenkommen, dann entstehen extreme Gefühle und extreme Hochs und Tiefs. Und beide Parteien denken, das muss Liebe sein. Verwechseln also die Liebe mit ihrem aktivierten Bindungssystem. Eigentlich ist es nur ihr Bindungssystem, was hier aktiviert wird, zum Beispiel beim Ängstlichen, dieses, oh, er liebt mich doch, ich bin mir doch nicht mehr sicher, ah doch, er hat mich bestätigt, nein, er ist wieder entfernt. Und verwechseln das mit Liebe, denken, das wäre Liebe. Und das ist das Gefährliche hier, wenn diese beiden Typen zusammenkommen. Und das ist interessant, denn wenn beispielsweise der Ängstliche oder der vermeidende Beziehungstyp mit einem sicheren Beziehungstyp zusammen sind, und das kenne ich auch aus meiner Erfahrung, wie gesagt, ich habe ängstliche und auch sichere Anteile. Ich habe auch viele Frauen gedatet, auch über einen längeren Zeitraum, die sicher waren. Und mit sicheren Frauen ist es halt so, es ist alles sehr ruhig und sehr entspannt. Es gibt nicht diese extremen Aufs und extremen Ups. Und ich kann ganz gut nachvollziehen, dass man manchmal den Eindruck bekommen kann, hier fehlt einfach so ein bisschen die Leidenschaft. Die fehlt einfach so ein bisschen die Passion, aber das stimmt tatsächlich nicht wirklich. Es fehlt einfach nur dieses ungesunde Auf und Ab, das viele Leute immer leider für Liebe und für das halten, was man haben muss und das, was man haben möchte. Und deswegen werden diese beiden unsicheren Typen mit einem sicheren Beziehungstyp eher das Gefühl haben, oh, das ist jetzt alles ganz entspannt. Und das kann eben dafür sorgen, dass sie denken, oh, das ist nicht das Richtige, obwohl es tatsächlich genau das Richtige ist. Aber deswegen mache ich ja hier diese Videos. Und das führt uns auch direkt zum letzten Beziehungstypen, nämlich dem sicheren Beziehungstypen, über den wir jetzt im kommenden Video sprechen wollen. Und ich hoffe, zu vermeiden ist soweit alles klar. Vielleicht kannst du dich damit identifizieren, schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Schön, dass du hier warst. Links neben mir abonnierst den Channel, auch die Glocke drücken. Hier unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben. Und hier kommst du zu einem Video mit weiteren Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Klick da einfach mal drauf, wenn du bis hierhin geschaut hast. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.